Guten Abend. Individuelle therapeutische Infusionskonzepte für die Praxis. Das ist jetzt ein bisschen Kochbuch natürlich. Aus meiner Praxis sind wirklich praktische Erfahrungen. Ich lege mal einfach gleich los. Ich habe 3 Folien ergänzt, die nicht drin sind. Die sind aber nicht so wesentlich. Im Zweifelsfall könnte ich sie auch nachliefern, als dass sie jetzt wirklich fehlen würden. Also 3 Sachen tauchen auf, die noch nicht in dem sind, was Sie als Skript haben. Welchen Vorteil bieten uns denn Infusionen? Sichere Einfuhr unter Umgehung des Magen-Darm-Kanals. Die Resorptionsfähigkeit, das haben wir vorhin von Herrn Peters gehört, auch von anderen schon gehört, ist durch viele Faktoren unter Umständen negativ beeinflusst. Alter, Erkrankung des Magen-Darm-Kanals, Allergien, Leaky Gut etc. Wir kontrollieren wirklich als Ärzte, als Therapeuten die Gabe der Vitamine, der Spurenelemente, der Mineralien, der Aminosäuren. Dadurch haben wir natürlich auch eine gute Steuerbarkeit. Kleiner psychologischer Nebeneffekt, wir machen mit dem Patienten was, wir sehen den kontinuierlich. Wir geben dem nicht Tabletten nach Hause und sagen, kommen Sie in 2, 3 oder 4 Wochen wieder und dann gucken wir mal, wie es Ihnen geht. Ganz, ganz wichtig, denke ich. Ein paar Beispiele für pharmakologische Effekte, wirklich nur mal so am Rande, ein paar Sachen, die hinterher jetzt nachfolgend in den Infusionsangeboten, sage ich mal, Kombinationen, die ich da ausgearbeitet habe, die wir wirklich anwenden auch. Also alles, was hier jetzt kommt, ist nicht Theorie, sondern wird vielfach in der Praxis so eingesetzt. Cholincitrat, früher unter dem Namen Neurotropan, dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt, eine Substanz, die ich liebe mittlerweile. Das Cholin wird, sobald es in den Körper kommt, acetyliert, ist dann Acetylcholin, wichtigster Neurotransmitter im parasympathischen Nervensystem. Was ich damit mache, je nachdem, ob ich 1, 2, 3 Ampullen davon gebe, meine Infusion über einen entsprechenden Zeitraum ist, ich erzeuge eine therapeutisch steuerbare, über die Infusionsgeschwindigkeit steuerbare Parasympathikotonie. Das heißt, ich kann gerade unsere Sympathikotonen-Patienten, Stichwort Herzvariabilitätstestung, das wird der ein oder andere von Ihnen vielleicht machen, kann ich in eine Parasympathikotonie mal in die Ruhe hineinbringen. Wenn ich Antidepressiva ausschleichen will, Schlafmittel ausschleichen will, bei den KOM-Patienten kann das unter Umständen sehr, sehr interessant sein, die für eine gewisse Zeit mal einfach zu sedieren, aber auf einem biologischen Weg. Denn sobald die aus dem Infusionsraum rausgehen, ist der Effekt weg. Das wissen die meisten sicherlich noch aus dem Biochemiebereich, die Acetylcholinesterase wird das Acetylcholin sofort wieder spalten und danach ist das Ganze sozusagen vom therapeutischen Effekt abgeklungen. Etwa 5-10 Minuten nach der Infusion sind die Effekte weg. Welche Effekte gibt es? Wärmegefühl, Speichelfluss, Akkommodationsstörungen. Ist auch immer ganz gut, das dem Patienten vorher zu sagen, dass er sich nicht mit dem Spiegel oder dem Stern dann nun auf die Liege legt. In der Regel liegen bei so einer Infusion die Patienten. Sondern dass die also wirklich ein bisschen an die Decke gucken. Bei uns haben sie so ein Mobile, was da so an die Decke projiziert wird, wo die noch zusätzlich ein bisschen psychisch entspannen können. Bradykardie gehört auch dazu, wobei das alles steuerbar ist über die Infusionsgeschwindigkeit. Ich kann das so haben, dass die Patienten nur das initiale Wärmegefühl im Kopf kriegen, danach ein bisschen in den Körper, meistens in den Bauchbereich hinein. Und damit ist es gut. Ich kann aber auch tatsächlich in den Bereich gehen, die ein bisschen zu kicken, dass also ein bisschen diese leichte Sehstörung, der Speichelfluss und diese Sachen kommen. Wenn ich denen das vorher gesagt habe, haben die auch keine Angst. Sage ich denen das nicht, dann werden die natürlich unruhig darunter. Prokain, ein weiteres von meinen Lieblingsmitteln, weil ich viel Neuraltherapie mache und ein großer Fan von bin. Und es ist eben auch ein gutes IV-Mittel, auch wenn es seit vielen Jahren in Misskredit geraten ist. Ich verwende es sehr, sehr gerne. Schmerzstillung, Entzündungshemmung, Gefäßerweiterung von Arteriolen und auch Venolen. Spasmolyse ist dabei, antioxidative Effekte sind dabei, es hat schwach antibiotische Effekte, wenn man zum Beispiel im Zahn-Mund-Kieferbereich einsetzt, habe ich ganz, ganz tolle Sachen gesehen, nicht nur bei Testinjektionen, sondern manchmal auch, wenn die Patienten in Interaktion mit dem Zahnarzt zu mir kommen und zum Beispiel sagen, irgendwie kriegt der Zahnarzt diese Geschichte nicht weg, jetzt haben wir schon eine Wurzelfüllung gemacht und es ist immer noch da oder sogar eine Wurzelspitzenresektion, die Entzündung ist immer noch da, auch immer mal an Prokain denken oder Prokain B12 und Folsäure gemeinsam gemischt an die Zahnherde spritzen, manchmal ist das eine kleine Wundergeschichte. Die MPS brauche ich nicht zu sagen, hat Peter Jenrich vorhin ausführlichst erklärt, was für ein guter Chelator es ist. Natriumbicarbonat, das kennt auch jeder, denke ich, Auffüllung des extrazellulären Säurepuffers. TAM3M, eine sehr schöne Sache, das Trometamol entsäuert intrazellulär, kommt bei mir immer erst später, wenn extrazellulär entsäuert wurde, natürlich unter der Maßgabe, dass die Patienten wirklich eine Übersäuerung haben. Stichwort Urinsäuretests, Säurebasentitration nach Sander ist eine Möglichkeit, 5 Urinproben zu definierten Tageszeiten ins Labor einschicken, zum Beispiel Labor Dr. Bayer, aber auch andere wie BioVis ganz immun bieten das an. Dann wird dort eine Säurebasentitration wirklich gemacht und festgestellt, wie sind die Pufferkapazitäten im Urin und wie ist tatsächlich dieses Verhältnis. Und entsprechend kann man dann erst mit Bicarbonatinfusionen, Kombinationen mit Prokain und so weiter, kommt dann nachher ja noch was, und etwas später mit Trometamol intrazellulär
dann entsäuern. Trometamol drückt letztendlich die H-Plus-Ionen aus der Zelle raus. Da ist auch ein Kaliumeinstrom mit verbunden. Der ist aber so minimal, dass es nicht zu einer Hypokalämie kommt. Ist mir zumindest noch nie untergekommen, steht auch nichts von einem Beipackzettel. Alpha-Liponsäure, antioxidativ, ein biologischer Chelator für Schwermetalle, hat eine Affinität zu Nervengewebe. Und das ist ja auch ein großes Problem. Wir kommen ja ins Nervengewebe, ins ZNS, mit unseren Chelatoren nach jetzigem Kenntnisstand nicht rein. Das Einzige, was da gibt, ist dieses BAL, glaube ich. Ne? Und das ist sowas von bedenklich vom Nebenwirkungsprofil her, dass wir damit einfach nicht arbeiten können. Ja, einige wichtige Grundregeln, ich gehe da jetzt ganz schnell drüber weg. Mit dem Erstellen einer Infusionslösung mache ich ein Individualarzneimittel. Ich als Arzt bin dafür verantwortlich. Wenn ich zwei Sachen mische und irgendwas passiert, darüber muss man sich immer bitte klar sein, Sie tragen dafür die Verantwortung, auch nicht ich, der ich Ihnen hier schöne Folien mitgebe. Auf der anderen Seite kann ich sagen, jetzt klopfe ich gleich auf Holz, toi toi toi, ich mache das jetzt bestimmt 10, 12 Jahre mindestens, solche Infusionen habe bei meinem ersten Chef über 4 Jahre in der Haushaltspraxis sehr viel dazu gelernt, zu den Mischbarkeiten auch der Infusion, wo ja gleich noch einiges zu kommt. Es ist noch in keinem einzigen Fall etwas Massives passiert, noch nie wegen einer Infusion von uns, egal welcher Art jemand mit dem Blaulicht ins Krankenhaus kommen müssen oder irgendwas Ähnliches, auch nicht ein Kreislaufkollaps oder so. Wenn man verantwortungsvoll damit umgeht, wenn man seine Patienten befragt, wenn man die Arzthelferin regelmäßig hinschickt, auch vorbeigeht, eine Sauerstoffsättigung zwischendurch misst, dann sind diese Sachen alle gut steuerbar und es sind wirklich gute Therapien und die Patienten sind auch dankbar dafür. Die meisten besondere Kenntnisse zur Mischbarkeit sollte man natürlich daher haben. Beispiel habe ich hier aufgeführt, Folsäure und B12 kann man gemeinsam verarbeiten, aber muss dann erst eins von beiden zum Beispiel mit Prokain mischen. Dadurch, ich sage jetzt nicht chelatieren, aber es gibt so ein Gel. Wenn ich also Folsäure und Vitamin B12 gleich welches jetzt einfach zusammen in einer Ampulle in einer Spritze aufziehe, dann wird das, flockt das aus. Habe ich vorher eins von beiden mit Prokain gemischt, ist dieser Effekt zum Beispiel weg. Aber vor Folsäure habe ich noch am meisten Respekt. Ich gebe es, wenn ich es gebe, immer nach den Infusionen. In der Regel und dann eben 5, 10, 15 und auch mal 20 Milligramm. Weichmacherfreie Infusionsbestecke, eventuell Glasflaschen verwenden. Wichtig auch dazu sagen, es gibt von mittlerweile das auch von Braun, das Weichmacherfreie. Bin ich über Dr. Ohnsorge rangekommen, wir verwenden sie nur noch. Und sie sind, ich habe mit dem Apotheker einen guten Preis ausgehandelt, sie sind zum gleichen Preis lieferbar wie die normalen Intrafix RG, die ja Weichmacher nun mal beinhalten. Einziger Nachteil, dieses Zuspritzteil aus Latex ist es, glaube ich, tatsächlich nach wie vor, das ist da dann nicht mehr dran. Da hat man wirklich nur den Anschluss, mit dem man eben an die Butterfly oder die Braunhühne dran geht und hat eben nicht mehr diese Zuspritzmöglichkeit, dann muss man abkoppeln, reinspritzen und hinterher wieder ankoppeln. Ist einfach so. Bisschen mehr Sterilarbeit dann nötig. Bei Schmerzempfinden des Patienten natürlich Nadellage kontrollieren, Korrektur, neue Punktion und so weiter. Bei starken lokalen Schmerzen spritze ich gerne auch mal durch die noch liegende Nadel, wenn ich sehe, die hat die Helferin jetzt schlecht gelegt, die lag para und ist para geflossen. Wenn es verträglich ist und sich mit der Infusionslösung verträgt, Prokain oder Lidocain hinterher, ist immer ganz gut für die Patienten, weil die nicht eine halbe Stunde noch damit rumlaufen und auf mich hinterher schimpfen oder auf die Helferin, weil da Vitamin C oder Natrium-EDTA daneben gelaufen ist. Und das kann ganz vor allen Dingen EDTA zum Beispiel Vitamin C sehr schön brennen. Es kann zu physikalisch-chemischen Wechselwirkungen kommen, habe ich hier nochmal so reingeschrieben. Arzneistoffe, pH-Wert, Löslichkeit etc. gibt es auch Tabellen für, um das nun genau zu gucken, kann ich das Magnesium in die Natriumbicarbonat-Infusion mit dem Prokain hineintun. In der Praxis sind alle Sachen, die ich jetzt nachfolgend gezeigt habe, wunderbar mischbar und da haben wir also keine Ausfällung, Löslichkeitsprobleme oder irgendwas Ähnliches bisher erlebt. Natürlich, das ist klar, alle zur Anwendung kommende Arzneimittel müssen UV zugelassen sein, aseptische Kriterien müssen erfüllt sein, die ausreichende Durchmischung sollte man sich natürlich angucken. Man sollte es immer gut dokumentieren, wir machen das also wirklich ganz pingelig, was da alles gespritzt wurde, ob danach was gespritzt wurde, davor was gespritzt wurde, steht alles genau jedes Mal in der Krankenakte drin und auch nicht nur so siehe oben oder siehe am 17.10., sondern jedes Mal wird das genau aufgeführt bei uns und dokumentiert. Kein Stehenlassen angemischter Infusionslösungen, also bei uns wird nichts vorher angefertigt, sondern der Patient ist da und dann wird das in Häkchen frisch gemacht und je nachdem natürlich auch lichtgeschützt oder nicht lichtgeschützt verabreicht. Infusionen sollten soweit möglich am liegenden Patienten erfolgen. Wenn man dann die Patienten kennt und weiß, was die für eine vegetative Ausgangslage haben, haben wir auch viele, die in so Massagesesseln, die man zurücklegen kann oder nicht sitzen und die durchaus auch im Sitzen ihre Infusion bekommen können und das auch bei längeren 3,5 Stunden Chelatinfusionen zum Beispiel. Grober Orientierungswert, Infusionsgeschwindigkeit 250 Milliliter, so etwa innerhalb von 40 Minuten. Das ist so eine grobe Richtung. Manchmal kann es auch ein bisschen schneller laufen oder eben auch deutlich langsamer, siehe Chelat über 3,5 Stunden. Das bezieht sich jetzt auf einen 70-Kilo-Patienten. Gut.
Ein rechtlicher Satz, die therapeutische Notwendigkeit sollte vor jedem Zumischen von Arzneimitteln kritisch geprüft und auf die notwendigen Fälle beschränkt werden. In der Praxis handhabe ich persönlich das sehr frei, einfach weil ich viel Erfahrung mittlerweile damit und nur positive eigentlich gesammelt habe. Zu den vielleicht negativen mit Nebenwirkungen komme ich gleich noch. Infusions als Trägerlösung, möglichst isotonische Trägerlösung verwenden, 0,9% die Kochsalzlösung, Ringerlaktat oder irgendwas ähnliches, wobei wir wenig mit Ringerlaktat machen, wir machen das meiste eigentlich mit der Kochsalzlösung. Gut, optische Kontrolle, bevor die Infusion drangehängt wird, wirklich nochmal gucken gegen das Licht, ist da nichts ausgeflockt, irgendwas drin, schwimmt da irgendein anderes Teilchen rum, ein Gummistück, weil die Arzthelferin da die Spritze zu sehr reingerammt hat oder den Spike, mit dem wir das Vitamin C überführen oder irgendetwas ähnliches. Infusionsflaschen aus Glas sind denen aus Plastik vorzuziehen, da muss man ein bisschen gucken, wie das von der Praktikabilität her ist. Bei nicht sensibilisierten Patienten, nicht MCS-Patienten kann man natürlich auch mit normalen Kunststoffflaschen arbeiten. Bei schwierigeren Fällen muss man sich das dann genau überlegen, ob man eben nicht dann wirklich auch auf Glas geht, ist natürlich ein Müllproblem auf einer gewissen Grenze. Vorspritzen, Zuspritzen, Nachspritzen, auch eher schon rechtlicher Satz über das Gummiadapter, ist generell besser als Zumischen. Man wird gleich noch sehen bei den Infusionslösungen, dass ich das nur in relativ wenigen Fällen mache. Nebenwirkungen habe ich schon erzählt, Zicholinzitrat, Magnesium bei schneller Zufuhr, Blutdruckabfall kann es geben, Schwindel, Synkope, da muss man einfach darauf achten, dass es eben ein paar Substanzen gibt, bei denen solche Reaktionen auftreten können, wenn man das weiß und entsprechend eben die Infusionsgeschwindigkeiten steuert und wie gesagt die Patienten regelmäßig eben auch besucht und fragt und nicht was dranhängt und einfach nur weggeht und nach einer halben Stunde wieder guckt, dann kommt sowas eigentlich nicht vor. Calcium und Digitales brauche ich glaube ich auch nicht näher erklären. Thiamin, eher eine theoretische Erwägung, soll in Einzelfällen anaphylaktische Reaktionen gemacht haben. Ich persönlich habe so viel davon verspritzt in vielen Jahren, ob bei Kollegen in zwei Kollegenpraxen, wo ich vorher gearbeitet habe, als auch in meiner eigenen. Ich habe das nie erlebt. Ich glaube, dass es eher eine Wirkung der Konservierungsstoffe war. Denn es gibt viele Kollegen, die nach wie vor, glaube ich, mit Präparaten arbeiten, wo auch Konservierungsstoffe drin sind. Und das ist eine wichtige Sache, dass man eben konservierungsstofffrei nach Möglichkeit arbeitet. Vitamine, Lokalanästhetika können orale Geschmacksempfindungen machen. Unter der Infusion oder auch unter der Spritze, die man gibt, bei einer IMM-Spritze schon, gibt es einen gewissen Prozentanteil von Patienten, die sagen, da ist die Infusion gerade angelaufen. Da sagen sie schon, ich schmecke es auf der Zunge. Das ist keine schlimme Reaktion. Die berichten das einfach. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand da jetzt eine Unverträglichkeit hat. Aber ein Teil der Patienten, muss man einfach wissen, muss man nicht stutzen, berichten das. Also habe ich noch keinen gehabt, der gesagt hat, ich schmecke das und danach ist er umgekippt oder irgendetwas ähnliches. Sondern da ist eine besondere Sensitivität vielleicht. Bei multimorbiden, älteren, chronisch kranken Patienten muss man mit den Anfangsdosen, ist ganz klar, natürlich dann schauen. Da gehe ich auch gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Notfallequipment habe ich hier nur mal so aufgeführt. Das werde ich jetzt nicht, das hat jeder wahrscheinlich sowieso da, nicht einzeln alles durchbesprechen. Ich denke, das ist klar. Wichtigste Regel habe ich aus dem Roman Haus auf Gott übernommen, weil ich sie frech fand. Ruhig bleiben bei Herzstillstand des Patienten, immer zuerst den eigenen Puls fühlen. Also das ist ganz wichtig, wenn sowas irgendwie ist, immer erstmal ruhig bleiben, auch die Arzthelferin, mit denen vorher solche Sachen durchsprechen, nicht, dass da totale Panik entsteht. Natürlich laufen bestimmte Ketten da an, aber ruhig bleiben, Patient befragen, Infusion stoppen, keine Nadeln rausreißen, habe ich alles schon erlebt, sondern natürlich bleibt der Zugang liegen. Ich brauche einen venösen Notfallzugang, falls es wirklich ein Notfall sein sollte. Gut, Vor- und Nachbereitung, auch klare Sachen, Blutdruck messen. Wir machen sehr viel Pulsoximetrie als Kontrolle. Dokumentieren tun wir es nur, wenn es natürlich auffällig ist. Wobei natürlich die Ziffer dafür auch drinsteht. Nebenbei auch noch ein ganz schöner Effekt ist, dass man die 602 abrechnen kann, was bei langen Infusionen auch ein kleiner Trick ist, um die eigene Infusionsleistung aufzuwerten. Ich meine, irgendwo müssen wir auf unsere Kosten kommen, wenn wir eine 3,5 Stunden EDTA-Chelat-Infusion einem Patienten anbieten. Da gibt es also einiges an Tricks, was man machen kann. Nicht vergessen, die 261 immer aufzuschreiben, wenn man etwas dazu spritzt. Egal, ob es ein Homöopathikum ist, was in den liegenden Katheter mit reinkommt, oder irgendetwas anderes, die Folsäure hinterher, dann kommt die 261 oder die darf man auch mehrfach abbrechen, auch zweimal hinein. Wenn was davor, meinetwegen das Glutathion vor der Infusion gespritzt wird und danach die Folsäure, dann kann man eben auch zweimal die 261 aufführen. Und man kann natürlich auch entsprechend mit den Faktoren hochgeben, auch da kleiner Tipp, nicht vielleicht Faktor 3,5, sondern einfach 3,45 als höchsten Faktor ansetzen. In der Regel rutscht das bei den Privatkassen, ich habe eine reine Privatpraxis, durch. Ich habe ganz selten Rückmeldungen, dass da ein Patient sagt, das wurde aber nicht bezahlt. Bei 3,5 geht bei denen die rote Warnlampe im Computer an und dann kommen die Rückmeldungen und dann darf man der Beihilfe oder der Kasse erklären, warum man den 3,5-fachen Faktor eingesetzt hat. Bei mir steht 3,45 drin und einfach Begründung, schwierige Venenverhältnisse. Und da kann ich mich hinterher drüber auslassen, wenn wirklich mal eine Rückmeldung kommt, die in den meisten Fällen nicht kommt.
Und wie gesagt, die 602 ist noch eine dankbare Ziffer, die Pulsoximetrie, da kriegt man 16 Euro für. Die macht man sowieso bei aufwendigeren Infusionen, da ist das absolut legitim, wie ja auch bei der Neuraltherapie unter Umständen mal, wenn man da mit Prokain, Lidocain und Ähnlichem arbeitet. Und dann finde ich das auch okay, wenn wir da 1,5, 2, wie gesagt, 3,5 Stunden unter Umständen mit Patienten arbeiten. 602, ne? Ja. Infusion im Sitzen oder Liegen. Gut. Patienten nach Infusion unter Umständen 5 bis 10 Minuten liegen lassen, das ist, denke ich, auch klar. Auch nach Sauerstoff-Ozon-Therapien machen wir sowas. Relative Kontraindikationen. Ausgeprägte allergische Diathese ist klar, wie bei zum Beispiel MCS. Da mache ich auch Infusionen. Aber da fange ich mit einem Stoff an und gucke, wie es dem geht. Wie überhaupt bei vielen umweltmedizinischen Patienten. Gucke erstmal, was ist denn, wenn ich Redutox, also Glutathion oder Tationil, wäre das Gleiche, gebe. Wie wird das überhaupt vertragen? Und beim nächsten Mal kriegt er dann vielleicht noch eine Baseninfusion hinterher oder eine Chelatinfusion. Und das überlege ich mir schon sehr genau und frage den Patienten auch jedes Mal nach jeder Infusion, wie ist dir das bekommen? Das mache ich auch persönlich, nicht meine Helferin. Es sei denn, der kommt zur 5. DMPS-Infusion, da muss ich nicht mehr hinrennen. Da sagt meine Helferin mir und ich frage nur, ist alles in Ordnung? Ja, war alles okay, hat keine Entgiftungsreaktionen gehabt, dann kann es weiterlaufen. Spritzen, Nadelangst, höhergradige Herzinsuffizienz, da kann man tricksen unter Umständen, indem man zum Beispiel auch bei der Sauerstoff-Ozon-Behandlung, wenn man schon Blut angenommen hat und es ungerinnbar gemacht hat und das Blut zurückfließt, dann ein paar Sachen mit hineinspritzt und gar keine extra Infusion anhängt, um nicht extra Volumen dem Patienten noch Volumenlast reinzubringen oder eben wirklich nur eine kleine 100 Milliliter Infusion dranhängt. Oder wir machen auch manchmal bei Hypertoniepatienten, dass wir kleine Aderlässe machen im 100-Milliliter-Bereich. Die Niere merkt das ja erst ab 120 Milliliter, dass da ein Blutverlust ist. Und dann kann man eben mit 100 Milliliter Infusion das sozusagen ausgleichen. Über den kleinen Aderlass kriegen wir, wenn wir das mehrfach gemacht haben, eine effektive Blutverdünnung und manchmal sogar sehr schöne Blutdrucksenkungen hin. Also erst ab 120 Milliliter Blutverlust, wollte ich damit sagen, wird EPO aus der Niere freigesetzt. Medikamentenanamnese ist auch klar zur Abklärung pharmakologischer Wechselwirkungen. So, jetzt kommt schon eine Infusion, jetzt wundere ich mich gerade. Ich dachte, da hätte ich noch irgendeine Folie vorgehabt. Nee, ist nicht. Okay, Energiemangel bei bestehendem Eisenmangel. Eisenmangel, klassischer Eisenmangel ist gar nicht so ganz selten. Ich habe dann einen schönen Eisenrechner dafür, um zu gucken. Früher habe ich die Ferlizid-Infusion mitverwendet, um das nicht zu einseitig zu gestalten, habe ich sie draufgelassen. Ich verwende eigentlich nur noch die Ferinjekt-Infusion. Und auch das mache ich natürlich nur bei Patientinnen, meistens sind es ja Frauen, die wirklich einen hochgradigen Eisenmangel haben, der nachgewiesen ist, wo also das Ferritin unten ist, das freie Eisen unten ist und ich bestimme auch das Transferin und die Transferinsättigung damit ja automatisch immer noch mal mit. Und da sind einige Patienten, die ganz dramatisch mit Verbesserungen reagieren, schon nach einer Infusion. Dass also plötzlich auch depressive Symptome, Antriebslosigkeit und nicht nur die Energielosigkeit weg sind. Und im Blutbild muss man das nicht unbedingt sehen. Also ich habe eine Patientin letztes Jahr gehabt mit einem Ferritinwert von 3. Das Transferin war in der Sättigung auch ganz unten, das freie Eisen war unten und eine junge Frau, und die hatte ein ganz normales Blutbild. MCH, MCV, MCHC waren völlig normal. Die hat eine solche Infusion gekriegt, die Mutter rief 1 oder 2 Tage später an und fragte, was sie mit ihrer Tochter gemacht hätte. Die wäre nicht mehr mürrisch und depressiv und die hätte ja wieder, hätte ganz normale Energie und die wäre jetzt schon zum Sport gegangen, so ungefähr. Und ganz wichtig, wenn Sie sowas machen, kontrollieren Sie das nach 6 Wochen nach. Wenn das Ferritin, der Ferritinspeicher erschöpft ist, dann ist aus der Peripherie oft eben auch schon das Eisen abgesaugt, aus den mitochondrialen Atmungsketten und vielen, vielen anderen Bereichen. Dann kippen Sie da Eisen rein, das wird sicherlich auch verwertet, füllt diese Speicher auf, aber das diffundiert ja auch in die Gewebe ein. Und oftmals ist das Ferritin dann eben 4, 6, 8 Wochen später doch wieder ganz schön im Keller. Wo man sich natürlich fragen muss, woran liegt das? Ist das nur eine Umverteilung oder spielt etwas anderes eine Rolle? Deshalb unten die Anmerkung, Eisenmangel bei chronischen Entzündungen kann durch Hepzidin getriggert werden. Eine Substanz, die aus der Leber freigesetzt wird. Und teilweise auch die Aufnahme von Eisen aus dem Darm verhindert, nach den Untersuchungen, die es dazu gibt. Und auch das Monozyten-Makrophagensystem blockiert im Eisentransfer, das mit dem Eisen, mit der Eisenauf- und Abgabe ja auch sehr viel zu tun hat. Leider ist der Marker, ich hatte mit Volker von Bär darauf angesprochen, nicht messbar nach jetzigem Kenntnisstand. Es gibt kein Labor, wo man das mal verifizieren könnte. Das ist also sozusagen universitätsmedizinische Erkenntnis mit dem Hepzidin. Aber die Unterlagen dazu gibt es ganz tolle Grafiken, kann man bei der Firma, die dieses Ferinjekt herstellt, Name fällt mir eben nicht ein, anfordern. Burnout mit Infekt, das sind jetzt alles Kochrezepte. Das sind also wirklich Kochrezepte aus meiner Praxis, womit ich nicht sagen will, kommt jemand mit Burnout und Infekt und Sie sollen das genauso machen. Sondern das ist einfach nur, so habe ich es im Computer drinstehen, in einer Excel-Tabelle, kopiere mir das rüber in die Patientenakte und dann gucke ich mir die Blutdaten von dem Patienten an, die Vollblutanalyse, die ich da habe oder was auch immer, und dann fange ich an, das zu modifizieren immer nochmal und an den Fall im Zweifelsfall anzupassen. Hat den Magnesiummangel, kriegt er vielleicht nicht nur eine Magnesiokarte, sondern kriegt er da gleich 2 rein. Und dafür läuft die Infusion dann natürlich ein bisschen langsamer.
Also da ist viel mit zu spielen. Ist dann hochgradiger B12-Mangel, werde ich schon beim ersten Mal nicht nur 2 B12 geben, sondern gebe ich dem 5 B12. Der kriegt 5-fache Monatsdosis erstmal, also schulmedizinische, Mainstream-medizinische Monatsdosis wäre ja 1 Milligramm. Ja, und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel. Eben für eine umfassende energetische und Immunaktivierung auch schon mit dabei durch das Vitamin C. Multivitamin von der Bad Apotheke. Die habe ich jetzt dazu geschrieben, weil ich keine andere weiß, die es so herstellt. Das Multivitamin ist ein Nachbar von Multibionta, ist soweit ich weiß annähernd identisch damit. Nur sind keine Konservierungsstoffe drin. Multibionta N ist ja zur Infusion vor ein paar Jahren schon vom Markt gegangen, leider. Vitamin C weiß ich auch keinen günstigeren Hersteller, der es wirklich in einer gleichbleibend guten Qualität herstellt. Das ist der halbe Preis vom Klassiker von Pasqueux und es ist das Doppelte drin in der Flasche. 15 Gramm in einer Flasche zum halben Preis, also Faktor 4 und damit, da muss man eben einfach auf die Infusionskosten, denn die müssen wir dem Patienten ja auch berechnen, in Rechnung stellen, ein bisschen gucken und da haben wir ja auch so eine Grenze laut Paragraph 10 oder 12 GOE, oberhalb derer wir dann deklarationspflichtig werden. Und unter dieser Grenze versuche ich immer zu bleiben. Insulin ist so ein Präparat mit Mangan, mit Zink, mit Kupfer etc. drin von Köhler Pharma. Ein sehr schönes Präparat, um so ein Rundum-Spurenelement Grundversorgung erstmal. Kupfer ist auch drin zu gewährleisten. Ich glaube Magnesium auch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Unizink ist auch von Köhler, verwende ich sehr gerne. Durchaus auch mehrere Ampullen. Das kommt dann eben, wie gesagt, auch auf den Zinkstatus des Patienten an, was er für eine Grunderkrankung hat. Wir haben von Herrn Ionesco gehört, bei Krebs natürlich Vorsicht damit zum Beispiel, genauso wie mit B12. Also da muss man natürlich immer den Einzelfall sehen. Das ist ganz klar. Das ist jetzt hier Kochrezept. Vitamin B1, B6, B12. So ein Standard ist eigentlich immer 100 Milligramm B1, 100 Milligramm B6 und mindestens eine Ampulle B12 oder eben auch mehr. Aber auch das, wenn ich einen hochgradigen B1-Mangel habe, dann gebe ich auch da mehr. Dann gebe ich erstmal 2 Ampullen und dann gucke ich, wie das bekommt. Ist beim nächsten Mal. Ich würde die Methanethinsulin ganz weglassen, weil sie führen zu einer automatischen Autooxidation von Vitamin C mit Superoxidradikalproduktion. Was würden Sie weglassen? Insulin, die Metalle von Insulin, die ist da sind Kupfer, ja. Eisen und so weiter. Lassen Sie weg, weil in Kontakt mit Vitamin C, ja. Gibt die Produktion von Vitamin C. Also ich habe ja, also Herr Ionesco hat gesagt, er würde das Insulin wegen Prozessen, wo Metalloxidation in Gang kommt, weglassen. Ich persönlich kann nur sagen, ich habe viel damit experimentiert, habe bestimmte Sachen rausgenommen, wieder reingenommen und das sind jetzt einfach Infusionsrezepte, die sich bewährt haben. Ja, aber wie gesagt, ich passe hier an den individuellen Fall an und ich bin mittlerweile ein Fan von Insulin, auch in der Kombination mit dem Unizink. Ja, aber jeder hat da sicherlich seine eigenen Erfahrungen und da müsste man drüber diskutieren. Ja. Magnesiokat habe ich schon erwähnt, Grippelengistol Traumil, der Grippeschuss von der Firma Hehl, ist rein homöopathisch, ist eine sehr schöne Kombination bei allem, was irgendwie mit grippalem Infekt, Immunschwäche und so weiter zu tun hat. Das nehme ich eigentlich immer in der Kombination. Wenn es richtig ganz klar ist, dass es ein viraler Infekt ist, dann würde ich auch hier die Kombination nehmen, aber würde das ums Metavirulent Faklar zum Beispiel ergänzen. 2 Ampullen Prokain, das könnte genauso auch erstmal eine Ampulle sein. Je nachdem, beim ersten Mal würde ich immer nur eine Ampulle geben, um erstmal zu gucken, ob der Patient das überhaupt gut verträgt, was aber in der Regel der Fall ist. Anmerkung, immer nur eine Ampulle, wenn nichts anderes dabei steht. Also eine Ampulle Magnesokat, eine Ampulle Unizink etc. Burnout mit Infekt, eine Mini-Infusion, dann kommen also die Manager, die ganz, ganz schnell wieder in die Arbeit müssen und die ja auch nur 20 Minuten Zeit haben, schnell zu mir zu kommen, die kriegen eine Kurzinfusion, die oft auch schon eine ganze Menge anschiebt, wo die aber einen Tag später in der Regel kommen müssen und müssen sich das dann nochmal abholen. Aber die haben nicht viel Zeit und die kriegen dann diese Schnellinfusion sozusagen, das ist eine abgespeckte Variante der vorigen. Eine Möglichkeit einer Anti-Stress-Infusion, ich will jetzt auch nicht jede bis ins letzte Detail hinein besprechen. Wichtig hierbei, einiges ist ja ähnlich zur Vorinfusion, jetzt kommt Histiolin-Citrat von der Bad Apotheke zum Beispiel dazu. Ich weiß keinen anderen Anbieter, wie gesagt, der es zurzeit herstellt, sonst hätte ich was mit draufgeschrieben. 5 Ampullen gebe ich normalerweise schon nicht mehr davon. Meiner Ansicht nach scheint es wirkungsvoller zu sein als das Neurotropan, was es wie gesagt früher gab, mit dem ich davor gearbeitet habe, das leider vom Markt ist im Rahmen der Arzneimittelreform. 1 bis 3 Ampullen reichen in der Regel vollkommen aus, die kriegen eine ordentliche Parasympathikotonie. Magnesokat, jetzt gucke ich mal, ist da sonst irgendwas? Unten Dystologes, ein sehr schönes homöopathisches Mittel, leider mittlerweile auch immer weiter abgesteckt. Da sind schon nicht mehr die Substanzen wie noch vor 5 oder 6 Jahren drin. Trotzdem ist es immer noch bei vegetativer Dystonie, bei Stresszuständen ein dankbares Mittel. Auch gut in der Neuraltherapie im Sinne von Akkuinjektiotherapie an Akupunkturpunkte, C7 und so weiter und so fort, gut einzusetzen. Gut, eventuell Folsäure danach, IV,
Ich habe hier ein paar Beispiele drin, auch aus der normalen allgemeinmedizinischen Praxis, damit Sie sehen, man kann damit spielen. Burnout mit Harnwegsinfekt hat sich diese Infusion recht gut bewährt. Natriumbicarbonat, um eine Basifizierung des Urins zu erreichen, nicht eine Ansäuerung, wie es oft schulmedizinisch gemacht wird. Ich habe bessere Erfahrungen mit der Basifizierung erreicht, wobei man über das Vitamin C natürlich theoretisch auch noch einen Ansäuerungsaspekt drin hat, aber das Nabi puffert das komplett weg. Multivitamine drin, Unizink zur Immunaktivierung, auch Cholincitrat drin. Oft sind das Patienten, die extrem unter Druck stehen, gerade die Frauen, die immer wieder den Harnwegsinfekt haben. Die müssen eigentlich ein bisschen gedämpft werden, die müssen loslassen, die müssen Druck ablassen, sagt ja auch die Psychosomatik, Druck nicht loslassen können und so weiter. Deshalb ist das Cholincitrat da drin, um die eben auch wieder ein bisschen in die Parasympathikotonie hineinzubringen. Das ist alles eine Infusion, wenn es hier nicht anders steht. Das ist alles eine Infusion und verträgt sich miteinander. Und das ist einfach über die Jahre so gewachsen, auch im Verein mit Kollegen, bei denen ich gearbeitet habe, dass wir da immer weiter ausgetüftelt haben, was geht nicht. Ein Teil hat früher basiert auf dem Buch von dem Dr. Böhm, ein Kollege, der dazu ein sehr schönes Infusionskonzept in der Praxis oder so ähnlich heißt das Buch geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ach so, nee, das habe ich nicht rausgelöscht. Ja, da ist was nicht rausgelöscht worden. Einfach. Also das alles ist zusammen auf eine Infusionsflasche, aber dass 100 Milliliter Nabi sind, das lassen wir mit viel Flüssigkeit laufen, um wirklich das Nierensystem dann auch, Nierenblasensystem durchzuspülen, auf 350 Milliliter. Das heißt, weil wir so viel reintun in die Flasche, nehmen wir eine 500 Milliliter Flasche, kommt ein Spike rein, 150 Milliliter werden einfach in die Spüle gedrückt und dann kommen 100 Milliliter Nabi drauf, 100 Milliliter Vitamin C und dann passen so diese ganzen Sachen gerade noch in die 500 Milliliter Infusionsflasche rein. Also das tut mir leid, 200 Milliliter gehört da weg. Lieber Infusion bei Icterus. Vitamin C, 2 Ampullen AOCT von der Badapotheke, das ist Arginin, Ornithin, Citrullin, Taurin, Stichwort unter anderem Antioxidation, Harnstoffzyklus aktivieren etc. Das Insulin ist wieder mit dabei. Cholincitrat in dem Falle nicht nur wegen der Parasympathikotonie, sondern weil Cholin ja auch früher Neurotropan sogar die Indikation hatte. Leberinsuffizienz, Leberzirrhose war es zugelassen, weil es ganz viel im Entgiftungsprozess der Leber anregt, das Cholin. Jetzt speziell, leberspezifisch. In dem Fall zum Beispiel HEPA kommt dann dabei. Also ich kombiniere hier wieder die homöopathischen Mittel mit den substanziellen Mitteln, um die Leber wirklich umzuinformieren oder auch genauso Hepaloges oder irgendein anderes gutes Lebermittel. Warum haben Sie das Prokain in den meisten Infusionen? Warum ich es mit drin habe? Weil es sich einfach bewährt hat als antientzündliches Präparat, weil wir in der Neuraltherapie, ich habe das vor 10 oder 12 Jahren in der Ausbildung so gelernt, das ist heute sicherlich nicht anders, immer sagen, die angelegte Staubinde, die ist wirklich noch zugezogen, die Vene punktieren, 1 Milliliter Prokain rein, dann die Staubinde aufmachen, haben die Gebrüder Hunnicke früher entwickelt, der Stoß ins Vegetativum. Die kurze Endoanästhesie der Rezeptoren, der Schmerzrezeptoren quasi im venösen und später auch arteriellen Schenkel, und es wird ja ganz schnell dann auch durch die Acetylcholinesterase abgebaut, das Prokain. Und 1 Milliliter kann man halt im Schuss geben und hat damit so einen Stoß, dass vegetativ so eine Umstimmung herbeigeführt wird. Das soll eine Umstimmungsmaßnahme sein. Ich habe das sehr oft gesehen, dass denen das gut tut. Wir haben es bei Rheumatikern ausprobiert, nur mit dem 1 Milliliter. Und bei Infusionen, die über eine halbe, dreiviertel Stunde gehen, da gebe ich nicht den 1 Milliliter, sondern da gebe ich dann einfach mehr, weil die anderen Effekte, die antientzündlichen und die immer diese durchblutungsfördernden Effekte, sie kommen dazu. Und egal, ob das Beindurchblutungsstörungen sind und die eine Chelatinfusion kriegen, weil sie da Arteriosklerose in den Beinen haben, dann arbeiten wir mit Prokain, kommt später auch noch und dann auch in höheren Dosen. Die Prokain-Baseninfusion wäre dafür auch noch ein Beispiel, als reine Schmerzinfusion. Das ist die Chelat-Bottle, wie wir sie anwenden. Wird von der KMT etwas anders gemacht. Ich mache sie als Zweiteiler jetzt schon seit vielen Jahren, habe das meiner Heilpraktikergesellschaft auf einer Fortbildung so gesehen. Das ist die halbe, wie es oben auch steht. Die nennen das etwas flapsig Bottle. 1,5 Gramm Natrium-EDTA von der Badapotheke, entsprechend Kaliumchlorid, Magnesium, 4 Millimol, B1, B6, B12, wobei ich damit dann eben auch spiele und auch mit dem Prokain spiele. Die Infusion darf wirklich nur mit dieser Tropfgeschwindigkeit, man kann maximal 68 Tropfen machen, wenn der Patient es gut verträgt, aber eigentlich definiert 60 Tropfen pro Minute infundieren über 1,5 Stunden.
Das ist eine Infusion, mit der wir einerseits Schwermetallentgiftung machen, chelatieren, andererseits auch atherosklerotische Plaques unter Umständen, wohlgemerkt, nach und nach rückbauen können. Ich habe gerade einen Fall eines guten Freundes, der, ich glaube, dieses Jahr 65 wird und die Angiologin hat ihn vor 3 Jahren kontrolliert und im letzten Jahr kontrolliert und seine Plaques, seine Ablagerungen, Verkalkung in den beiden Karotiden sind nicht halbiert, aber fast halbiert nach 16 ganzen Chelatinfusionen über 3,5 Stunden und 2 Fastenkuren. Und die Angiologin hat gefragt, was haben Sie gemacht, dass das so ist? Wir haben den Cholesterinsenker abgesetzt und haben antioxidativ gearbeitet, natürlich auch noch mit oraler Vitaminsupplementation und diesen Infusionen und 2 Fastenkuren. Gut, das ist eine zweigeteilte Infusion. In der zweiten Hälfte wird dann auf 100 Milliliter Kochsalz das AOCT und das Vitamin C gegeben. Das rauscht dann allerdings ganz schnell rein. Das geht dann wirklich innerhalb von 15 Minuten, 10, 15 Minuten hinein. Wenn das nicht brennt in der Vene, dann machen wir es langsamer. Und unten nochmal erwähnt, das kann als Viertelinfusion laufen. Habe ich jemanden, der darunter Entgiftungsreaktionen kriegt, der sagt, ich habe aber ein bisschen Ausschlag gekriegt, ich habe Kopfschmerzen oder irgendetwas gekriegt, dann ist das nicht automatisch immer gleich eine Unverträglichkeit der Medikamente. Das muss es nicht sein. Natürlich muss ich hellhörig werden und mich auch das fragen. Lasse ich auch manchmal das Prokain raus, wo ich am ehesten noch vermuten werde, das könnte ja mal eine Reaktion sein. Sondern ganz oft sehen wir halt auch, wenn wir die Infusionen halbieren, ein Viertel davon geben, dass die Patienten plötzlich die Infusionen gut vertragen, weil ich natürlich mit diesen Infusionen mobilisiere. Das ist es ja. Das ist ja der Sinn der Sache, zumindest wenn wir von der Chelatierung sprechen. Und nicht jeder kann, wir haben vorhin über die Enzympolymorphismen genug gehört, das verkraften, eine ganze Chelatinfusion über 3,5 Stunden mit 3 Gramm Natrium-EDTA zu kriegen, beziehungsweise es wird ja Magnesium-EDTA daraus durch die Magnesiumzugabe. Und dann ist durchaus auch eine Viertel-Chelatinfusion dran. Und auch die verträgt manchmal nicht, dann muss ich mich eben nach anderen Chelatoren umsetzen, die ich auch danach auswähle. Das würde jetzt hier zu weit führen. Aber Peter Jenrich hat ja schon was dazu gesagt. Wofür ist welcher Chelator denn der beste Binder? Es ist ein Unterschied, ob ich hauptsächlich eine Quecksilberbelastung habe und dann gehe ich mit DMPS ran oder ob ich eben vielleicht andere Elemente habe, Aluminium noch mit dabei und so weiter und so fort, wo ich dann eher vielleicht an das Natrium-EDTA denken würde. Da ist die DMPS-Chelat-Infusion ein Unterschied zum Peter Jenrich, das habe ich mit Interesse jetzt vorhin gehört. Ich weiß nicht, woher du die Info hast, nicht länger als eine Viertelstunde. Ich lasse es 20 bis 30 Minuten laufen, habe damit auch gute Ausscheidungsraten, wenn wir dann wie ihr 2 Stunden Sammelurin machen. Aber das müssen wir nochmal drüber reden, weil dann würde ich sie natürlich auch beschleunigen. Wenn du sagst, dass da was dissoziiert innerhalb der Infusionslösung und die Wirksamkeit runtergeht, würde ich sie in Zukunft auch schneller laufen lassen. Aber wie gesagt, unsere labordiagnostischen Kurven, wenn wir Urin sammeln, haben das bisher nicht hergegeben. Da haben wir gute Ausscheidungskurven im Vergleich zum Basalurin. Ich würde dazu sagen, wenn man das nach Bremen schickt, ich weiß nicht, wo Sie es jetzt schicken, aber wenn man es nach Bremen schickt, muss man natürlich auch dann das Bremer-Konzept nehmen, um die entsprechenden Referenzwerte zu haben. Denn das Bremer-Konzept ist intravenös Dreiviertelstunde, Stunde. Ja, sicher. Ja. Ganz sicher. Und das sind andere Referenzwerte. Das heißt, man müsste jetzt natürlich mal fragen, wenn man das verlängert, hat man andere Referenzwerte. Welche Referenzwerte haben Sie? Und welches Labor macht das? Ich messe es bei Mikrotrace Minerals bisher, bei der Frau Blaurock-Busch. Und die steht auch oft in Kontakt mit dem Ruprecht von der Firma Heil, wenn irgendwelche Fragen sind. Und die beiden sind eigentlich zu dem Aussage gekommen, dass es nach 15 Minuten in Kochsalzlösung nicht mehr, also dissoziiert, also zerfällt. In der Beipackzettel steht da eigentlich drin, dass man es IV geben soll, dass man es nicht in eine Infusion geben soll. Aber wenn man es gibt, dann sollte man es auch in diesen 15 Minuten. Das ist halt meine Erkenntnis. Wenn jetzt natürlich die Werte dann trotzdem hoch sind, dann muss man es wieder in Frage stellen. Entscheidender Punkt ist der Zeitabstand. Nicht? Also ob ich nun nach 1 Stunde oder nach 2 Stunden sammle, das ist ein Unterschied. Dafür sind die Referenzwerte gedacht. In Bremen gibt es ein Standardkonzept, das ist auf 1 Stunde par Interval. Bei oraler Gabe 2 Stunden, 2 bis 3 Stunden abgesetzt. Das Konzept gilt unverändert. Das heißt, man muss sich natürlich fragen, wenn man es dann nach Bremen schickt, ja, zur Analyse und macht das dann mit etwas anderen Zeiten, ob die Referenzwerte Gültigkeit haben. Ne? Die Diskussion oder ist sicherlich nicht abgeschlossen, welche Chelatoren wann, wie eingesetzt werden sollten etc. Was ich am wichtigsten finde, wenn man jetzt einen Basalurin hat und dann den Provokationsurin, dann sieht man ja, was man mit seiner Methode entgiftet. Und das finde ich wichtig. Also das, ob jetzt DMPS oder Zink-TDPA oder nur DMPS oder 1 Stunde, 2 Stunden, wenn man sieht, dass man mit diesem Vorgehen, was man hat, entgiftet, dann ist man ja irgendwo auf dem richtigen Weg.
der eine macht die Schule, der andere macht die Schule. Aber wichtig ist ja, wenn die Werte erhöht sind nach der Gabe des Chelators, dann hat der ja seine Wirkung gehabt, so wie ich es gemacht habe. Und das ist ja die entscheidende Aussage eigentlich. Na gut, okay. Ja, gut. Also ich denke, in der Therapie ist es egal, ne? Das können wir mal ausschalten. Aber in der Diagnostik ist es schon relevant, welche Referenzwerte wir haben. Auf welche Zeit. Da stehen gewisse Zeitabstände dafür. Ansonsten kann es jeder machen, wie er will. Also man sollte es dann in das Labor schicken, die dann auch diese Zeitvorgaben berücksichtigen. Ja. Ganz klar, mein Mann. Gut, ich meine, wenn ich jetzt... Ja, das hat sicherlich, also wenn ich für den rein diagnostischen, für diesen ersten Jahr, da muss ich sicherlich die Zeit berücksichtigen, auch die Dosis des DMPS und ob ich nur DMPS nehme oder was anderes, aber ich denke, in diesem Gebiet hat auch jeder sein Labor und wird sich da mit seinem Labor absprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich einfach irgendwo in Deutschland hinschicke. Das Labor genommen wird, was diese Vorgaben berücksichtigt. Aber es ist richtig, wir brauchen eine einheitliche Standardisierung. Ich will ja eine Doktorarbeit drüber machen mit dem Professor Kruse. Wir haben gerade vorgestern drüber gesprochen hier in Kiel und haben genau darüber gesprochen, dass da eine Standardisierung im Grunde genommen längst überfällig ist und notwendig wäre. Und es gibt eine tolle Übersichtsarbeit vom Labor Dr. Bayer. Ich wusste vorher gar nicht, dass der Schwermetallanalytik macht, der also sehr, sehr viele Proben seines eigenen Labors ausgewertet hat. Und der kommt genau zu dem Schluss. Der sagt nämlich, innerhalb der ersten Stunde ist bei DMPS IV die Maximalausscheidung und danach geht die Kurve so weit runter, dass wir im Grunde genommen dann schon eine Verdünnung im Urin drin haben und uns die Werte unter Umständen schon ein bisschen falsch niedrig machen. Fand ich sehr interessant. Er stellt auch die damals vom Daunderer aufgestellte Chelat-spezifische Affinität ein bisschen in Frage, aber auch so aufgrund seiner Laboranalytik. Also ich denke, da ist einfach noch viel Arbeit offen. Da müssen wir vielleicht auch mal unsere ganzen Kollegen poolen und gemeinsam eventuell noch mal gucken, ob nun im Rahmen einer Doktorarbeit oder wie auch immer, dass wir zur einheitlichen Abnahme-Diagnosekriterien kommen und darüber eben das Ganze vielleicht auch umweltmedizinisch einfach mal auf einen Standard bringen und definieren. Ja, aber eigentlich ist in Bremen das Ganze bereits standardisiert seit vielen Jahren. Ja, es ist die Maßgabe 0,3 Milligramm pro Kilogramm, dann ist der Referenzwert 16 Mikrogramm pro Gramm Kreatinin und bei 0,5 Milligramm pro Kilogramm ist es 50 Mikrogramm. Und es ist die Abnahmezeit des Urins auf eine Stunde nach Injektion und nicht nach Infusion festgelegt. Das ist standardisiert und auch schon seit Jahren praktiziert. Wobei es sind nicht 0,3, es sind 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Nicht 0,3, 3. Ja. 3. Ja. 3 Milligramm. Ich mache weiter. Die klassische Chelat-Infusion. Wenn Patienten darauf reagieren, kriegen die auch hier unter Umständen eine halbe DMPS-Infusion oder eine Viertel-DMPS-Infusion bei uns. Wobei ich das genau erfrage. Ich habe in etwa 8 Jahren Arbeit mit DMPS, anfangs habe ich da auch Manschetten gehabt, exakt 3 Fälle gehabt, wo DMPS-Unverträglichkeit war. 2 davon haben wir gleich Blut eingeschickt und haben im LTT tatsächlich eine Reaktion auf DMPS dann gefunden. Ja? In allen anderen Fällen nicht. Wenn Entgiftungsreaktionen da sind, Kopfschmerzen, wenn jemand kommt zu mir und hat Migräne und ich mache eine DMPS-Infusion, dann sage ich dem schon vorher, es gibt 3 Möglichkeiten. A, du merkst gar nichts, das sind die meisten Patienten. B, du kriegst einen heftigen Migräneanfall oder du kriegst leichte oder moderate oder auch schwere Kopfschmerzen. C, es geht dir deutlich besser und du kommst das nächste Mal wieder und sagst mir, Mann, war das eine tolle Infusion, hatte ich letztens gerade eine Migränepatientin, ich will die wieder haben. Bei der geht es eine ganz klassische Migränepatientin, die deshalb berufsunfähig geworden ist, eine Lehrerin mit Migräne, die also dauerhaft ist jetzt Anfang 60, seit mehreren Jahren schon berufsunfähig ist, also berentet wurde darüber, über die Migräne und es geht ihr einfach gut, ja, unter DMPS-Infusionen. Wenn solche Reaktionen auftreten, dann mische ich auch dazu, bewährt hat sich Prokain wegen der antientzündlichen, der durchblutungsfördernden Effekte auf Arteriolen, auf Venolen, das homöopathische Mittel Derivat zu so einem Komplexentgifter, ein sehr schönes Mittel von der Firma Flüger, aber auch Leberentgiftung Hepacomp-Hel wieder oder Hepaloges von der Firma Logis, Solidagocomp von Hel oder Urologes. Da sagen wir, briefen wir die Organe nochmal. Ich sage mit Urologes oder Solidagocomp den Nieren, hier Jungs, passt auf, da kommt viel Dreck jetzt demnächst an, nun arbeitet aber auch wirklich vernünftig. Natürlich müssen die parallel auch viel trinken, ist auch klar. Ich schütze bei vielen Patienten durch Mucosakomp, ein hervorragendes Mittel von Hel, wo Mucosa Suis ist das ja dann vom Schwein mukosale, also Schleimhautextrakte drin sind, aus unterschiedlichsten Bereichen, oral, aber auch Darmschleimhaut, schütze auch den Magen-Darm-Kanal, weil ja auch ein bisschen was über Leber-Galle mit rausgeht und informiere das um, hat sich eigentlich sehr bewährt, weil es gibt auch Patienten, die unter einer DMPS-Infusion, auch wenn die Hauptausscheidungsrate ja über die Nieren läuft, ein bisschen was über Leber-Galle rausgeht und wo dann die mukosale Barriere, auf gut Deutsch, bricht, kotzt. Das können wir damit abfangen unter Umständen. Polyneuropathie, eine Möglichkeit, das zu behandeln.
was sich bei mir bewährt hat, eine Ampulle Tazinol oder Ridotox, also 600 Milligramm Glutathion IV vorneweg. Wobei beim ersten Mal gebe ich dem Patienten das immer pur, weil ich habe auch Patienten, vor allen Dingen im Bereich MCS, CFS, die eine Ampulle Glutathion überhaupt nicht vertragen. Also denen es danach richtig dreckig geht, wo dann das zum Tragen kommt, was vorhin hier angeklungen ist mit den Enzympolymorphismen vermutlich, dass da unter Umständen Entgiftungskonjugationen stattgefunden haben und die Sachen können gar nicht rausgebracht werden, weil die GSTs da sind, aber jetzt wurden da schon Schwermetall und auch vielleicht andere Giftstoffe mobilisiert und dann entstehen Stauungsgeschichten. Den Patienten geht es super dreckig, dann muss man sich natürlich einen anderen Weg überlegen. Also das teste ich schon ganz gerne erstmal initial einzeln aus. Aber an sich hat es sich das bewährt, das IV, danach kommt dann wieder so eine Mischinfusion, wie sie hier beschrieben ist. Mit einem relativ hohen Anteil von B-Vitamin, der durchaus auch noch gesteigert wird. B2-Streuli habe ich nur drin gelassen, weil es sich bewährt hatte. Das ist leider vom Markt, da müsste man mal gucken, es soll ein Ersatzpräparat geben, aber ich habe immer noch keine Zeit gehabt, das mal zu recherchieren. Eventuell Prokain wieder mit dabei, Durchblutungsförderung, Entzündungshemmung, Hepacomp eigentlich wieder wegen der Leberentgiftung, Ubiquinon, Coenzyme, Glyoxal. Da haben Sie die Katalysatoren unter anderem schon teilweise Zitronensäurezyklus drin. Q10 ist drin, alles homöopathisiert. Es wirkt sehr schön, teilweise auch bei CFS und anderen Patienten. Eine schöne Variante über die homöopathische Schiene. Man muss nicht immer Substanz geben. Polyneuropathie 2, das ist Alpha-Liponsäure kombiniert, einfach mit dem B-Vitamin auf 250 Milliliter Kochsalz. Wichtig, mit Lichtschutz muss das laufen. Die muss definitiv mit Lichtschutz laufen, bei allen anderen optional. Es ist immer eine einfache Sache, eigentlich eine Alufolie schnell drumschlagen, bevor man die Infusion da irgendwo in die Sonne hängt. Gut. Fibromyalgie mit Azidose, das wäre die erste, sozusagen extrazelluläre, habe ich das genannt, Baseninfusion, 100 Milliliter Natriumbicarbonat. Natürlich machen wir einen Säure-Basen-Status, dafür gibt es die unterschiedlichsten Wege. Ich habe das vorhin schon einige erwähnt. Ideal wäre natürlich, wenn man irgendwo um die Ecke jemand hat, der eine Blutgasanalyse hat, ob das nun ein Pulmologe ist oder eine Klinik um die Ecke hat, mit denen man einen Deal hat, dass man sagt, ich schicke da ab und zu mal den Patienten hin und kann dann natürlich, hat einen optimalen Säure-Basen-Haushalt dann, den man abgreifen kann. Gut, ansonsten ist das so ähnlich wie die Infusion davor, will nicht auf jedes Detail jetzt hier eingehen. 1 bis 4 Ampullen Prokain, hier ist es wirklich Schmerzlinderung. Es bekommt Fibromyalgie-Patienten sehr, sehr gut und die meisten von denen sind latent übersäuert. Und die Sander-Testung zum Beispiel, wo ja der mittlere Aziditätsquotient aus 4 oder 5 Urinproben am Tag ermittelt wird, ist da zum Beispiel eine sehr gute Kontrollmöglichkeit. Für den Patienten selber reichen auch Urinsäure-Tests, wenn man weiß, wie sie auszuwerten sind, unter Umständen aus, damit man das ein bisschen steuern kann. Muss nicht jedes Mal dann gleich einen Sander-Test für 40 Euro machen. Die intrazelluläre Baseninfusion, intrazelluläre Entsäuerung, Stichwort, habe ich vorhin schon erwähnt, TAM3M von Köhler, also das Trometamol, was dann bei mir erst etwas später, das läuft also erst nach einigen extrazellulären Entsäuerungen, in der Regel dann im Wechsel, das drückt die H-Plus-Ion sozusagen aus dem Zellinneren raus in den externen Raum, in den extrazellulären Raum. Auch hier wieder Prokain dabei, verträgt sich damit, Insulin, um Spurenelemente für die Entsäuerung zu ergänzen. Zinkum, Valerianicum, Hevert ist so eine Erfahrung von mir, weil das ja oft auch psychisch ganz klar überlagerte Patienten sind und es ist ein ganz schönes Mittel. Da würde ich jetzt nicht gerade an das Dystologes denken, man könnte genauso gut Psychoneurotikum-Ampullen von Revo nehmen oder etwas Ähnliches, die diesen Bereich, sage ich mal, der psychischen Überlagerung etwas freundlicher formuliert jetzt abdecken. Urologes, Solidagocomp, Hepaloges, Hepacomp, wieder die Nierenentgiftung, die Leberentgiftung über die homöopathische Schiene angeht, weil das sind ja basophile Organe, die Leber, die Bauchspeicheldrüse und so weiter. Die müssen auch ein bisschen gestützt werden, wenn man da so massiv rangeht. Sehr schön auch das Lactopurum, das ist homöopathische Milchsäure D4 von der Firma Pflüger. Kann man bei Fibromyalgie sagen, das ist die Blockadebrecherinfusion, auch einzeln anwenden. Dann sagt Pflüger allerdings, und das stimmt, denke ich, 10 Ampullen davon, obwohl es homöopathisch ist. Fragen Sie mich nicht, warum nicht 3 oder 5, nicht nur, weil die es verkaufen wollen. Es wirkt einfach besser. 10 Ampullen Lactopurum zusammen mit einer Ampulle Derivatio auf 250 oder 200, sonst passt nicht rein, Milliliter Kochsalz, kann als Blockadebrecher auch sehr schön sein, obwohl es nur in Häkchen homöopathisch ist. Also die homöopathische Milchsäure scheint da im Stoffwechsel doch eine ganze Menge an Entsäuerungsmechanismen wieder in Gang zu bringen. So wie wir das ja auch teilweise mit Krebspatienten haben, dass denen bei bestimmten Diäten milchsäurelastige Nahrungsmittel, Sauerkraut und viele andere Dinge, Brottrunk und was weiß ich, was gut bekommen, obwohl die ja eigentlich ein Laktatproblem haben. Ja? Durch die TKTL1-positiven Krebszellen, die ja viel Milchsäure produzieren. Ups, ist das das Ende? Sieht fast so aus. Du hast übrigens den falschen Vortrag ausgewählt, der war wohl doppelt drauf. Ich hatte eigentlich, vielleicht können wir den noch schnell reinholen, weil da ist noch eine Folie, die ich gerne zeigen würde. Kannst du mir zeigen, wie man hier rauskommt? Ah ja, da ist es schon. Auf dem Stick, ja.
Es ist eine sehr schöne Folie noch drauf, das Morgengebet eines Arztes. Ich denke, das passt als letzter Part hier von Moshe Ben Maimonides noch ganz schön rein. Macht nichts. Ja, vielleicht kann man eine Frage vorziehen, oder? Ja, klar. Gibt es eine Frage? Ja, warte. Benutzerdefinierte Overhead. Okay, Sie hatten Prokain empfohlen. Da geben Sie 5 Milliliter oder sogar 10 Milliliter der 2%igen Lösung. Das sind nach meiner Rechnung 100 bis 200 Milligramm. Prokain ist ein Lokalanästhetikum, das dem Lidocain ähnlich ist. Nur sondern Lidocain hat eine Amidstruktur und Prokain ist ein Ester. Ja, das ist ganz anders. Lidocain wird zu fast vollständig über die Leber verstoffwechselt, hat also eine Leberbelastung. Prokain ist ein Ester, wird im Gewebe eben durch die Acetylcholinesterase gespalten in Paraaminobenzoesäure und irgend sowas anderes und hat von daher überhaupt keine Lebertoxizität, fast keine Lebergängigkeit in diesem sozusagen negativ leberbelastenden Sinne. Auf die Toxizität wollte ich auch gar nicht hinaus, sondern ich wollte auf die direkte Wirkung an der Herzmuskulatur hinaus. Ja. Lokalanästhetiker waren ja über 20 Jahre in der, also zumindest Lidocain, ein Standard-Antiarrhythmikum für die Therapie ventrikulärer Extrasystolen. Und sie geben Dosen, die höher sind als die damals empfohlenen Lidocain-Dosen. Es wundert mich eigentlich, dass Sie bisher unter der Therapie noch keine schwerwiegenden Rhythmusstörungen gesehen haben. Die sehen wir nicht, weil es sofort gespalten wird im Blut, im Gegensatz zum Lidocain. Lidocain hat eine viel, viel höhere Halbwertszeit im Gewebe durch diese Amidbindung, im Blut und damit auch im Gewebe, ist auch von der lokalanästhetischen Wirkung so. Wenn ich mit Prokain, was ich lieber mache als mit Lidocain, Neuraltherapie an der Wirbelsäule mache, dann ist der schmerzlindernde Effekt, der ist nach einer Viertelstunde oft, nach 20 Minuten, spätestens 30 Minuten, ist der eigentlich selbst bei hohen Mengen von Prokain im Gewebe weg. Und dann nehme ich durchaus auch 1, 2, 3, maximal etwa 4 Ampullen, die während einer großen neuraltherapeutischen Sitzung Wirbelsäule hoch und runter verwendet werden. Und nach einer, sag mal, 20 Minuten sagen die Patienten schon, oh, das Taubheitsgefühl geht jetzt aber raus. Solange bleiben die auch in der Praxis, sicherheitshalber. Mhm. Ja? Und das hätte ich beim Lidocain nicht. Da sagen die nach einer Dreiviertelstunde noch, da ist aber eine Taubheit an der Stelle. Na, die Halbwertszeit und ist durchaus vergleichbar. Diese Kardiotoxizität ist nicht da in dem Bereich. Die ist definitiv nicht da. Das sind eben neuraltherapeutische Erkenntnisse, sage ich jetzt mal. Okay, dann möchte ich gerne noch einen weiteren Punkt einbringen. Sie haben hier mehrfach 100 Milliliter Natriumbicarbonat, 8,4% drin. Das ist immerhin eine einmolare Natriumbicarbonatlösung. Damit greift man ja nicht ganz unerheblich in den Säurebasenhaushalt ein. Noch mehr aber aus meiner klinischen Erfahrung ist es so, dass durch Natriumbicarbonat, das parallel injiziert wird mit anderen Substanzen, viele andere Pharmaka vollständig wirkungslos werden. Weil sie verschieben eben in diesem Mischungsverhältnis das, den pH ihrer Infusionslösung ganz deutlich in den basischen Bereich. Ja. Haben Sie, also Sie mischen da so 8 bis 10 andere Substanzen dazu. Im Endeffekt haben Sie auch hinterher gar keinen Überblick mehr darüber, was tatsächlich noch wirksam ist von dem, was Sie dazu gemischt haben. Das ist richtig. Deshalb habe ich Ihnen eingangs auch gesagt, dass es Erfahrungsheilkunde ist. Das ist auch das, was jetzt hier am Schluss steht. Ja? Wir brauchen beides. Heilkunde, nämlich das Wissen, das, was Sie gerade präsentieren, das theoretische Wissen, womit ich mich auch zum Teil beschäftigt habe. Und auf der anderen Seite eben auch einfach die Empirie, die Erfahrung. Wir haben anfangs mit Baseninfusionen angefangen mit Prokain drin, die von einem Hersteller, es gibt ja das auch als Fertigpräparat, den Bibeck, Beutel. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur alles Theorie, sondern Sie können das, was ich jetzt hier als sozusagen Baseninfusion präsentiert habe, können Sie als sogenannten B-Bag-Beutel von der Euromed zum Beispiel kaufen. Nur da kostet die ganze Geschichte schon alleine 15 Euro. Da haben Sie 2 Beutel. Auf der einen Seite haben Sie tatsächlich nur NaCl. Und auf der anderen Seite haben Sie 100 Milliliter, genau das gleiche, Natriumbicarbonat, 8,4%ig und können dann aus dem einen Beutel, unten wird so ein Steg gebrochen, in den anderen maximal die 100 Milliliter oder wenn Sie nur 40 Milliliter Natriumbicarbonat erstmal zum Ausprobieren geben wollen, rüberdrücken, haben dann Ihre Baseninfusion und können dann durch einen zweiten Stecker eben zuspritzen. Aber und warum, diese Firma hat sich, Moment, soll ich jetzt das muss ich ausreden, jetzt muss ich ausreden können. Und diese Firma hat sich die Mühe gemacht, auch in ein sehr schönes Heft, das man auch noch anfordern kann bei der Euromed, Infusionskonzepte in der Praxis, hat sich die Mühe gemacht, genau so etwas zusammenzustellen, was verträgt sich von der Molarität her, weil ich bin natürlich jetzt mathematisch hier an der Stelle auch überfragt. Und hat genau diese Dinge ausgetestet und hat halt geguckt, was wird inaktiviert. Und da sind diese Infusionskonzepte auch zum Teil mit entstanden, dass eben das Unizink, das Insulin sich tatsächlich darin verträgt, nicht dissoziiert, nicht abgekoppelt wird, sondern die Wirkstoffe tatsächlich wirken. Aber warum muss ich denn so viele Substanzen da in einer Lösung zusammenschütten, wenn die meisten von denen für die Einzel-IV-Anwendung zugelassen sind? Ich kann die doch alle einzeln nacheinander injizieren. Deshalb stand davor auch ein Satz, das können Sie natürlich auch machen.
Ja? Wäre ja auch absolut lege artis, ist nur sehr, sehr viel mehr Aufwand. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wir haben das ja nach und nach ausgetüftelt, wir haben auch viel vorneweg und hinterher gespritzt, dass die Effekte trotzdem die gleichen sind. Dass ich leichte Arrhythmien habe, Herzrhythmusstörungen, Extrasystolen und es keinen Unterschied mache, ob ich zum Beispiel eine 100 Milliliter Natriumbicarbonat und dann 400 Milliliter Kochsalzdrauflösung mit Prokain gebe und das Magnesium vorne weggebe und danach vielleicht noch eine Ampulle Magnesiokat oder sie beide reinmische. Das ist jetzt einfach Empirie, das ist Erfahrung. Das ist das, was ich eigentlich mit diesem Satz, wir brauchen beides, Heilkunde, Wissen und Heilkunst, wir brauchen es. Und jeder kann nur für sich selber natürlich auch probieren. Ich kann nur aus der Erfahrung heraus sagen, die Infusionen funktionieren sehr, sehr gut. Und wir haben toi, toi, toi keine Negativeffekte dabei. Zwei Dinge hätte ich noch anzumerken für die Notfalltherapie. Das Tavigil ist nicht indiziert, es ist ein Serotonin-Antagonist. Man braucht ein Antihistaminikum. Man muss also aufs Fenistil zurückgreifen, weil von den anderen gibt es keinen injizierbaren, wobei der sedierende Effekt vom Fenistil ja gar nicht schlecht ist. Also Tavigil geht nicht. Und dann habe ich noch eine Anmerkung zu dem Traumel, weil Traumel, Mercurius... Bitte? Ja. Ja, aber es geht das Tavigil eben nicht. Ja, aber es Tavigil geht nicht. Darum okay, danke. Habe ich nicht gewusst, muss ich sagen, wobei ich habe beide da. Ja, also im Notfall wäre Tavigil ein Fehler. Man muss das Fenistil muss man nehmen. Und dann hätte ich noch eine Anmerkung zu dem Traumel. Traumel ist Mercurius solubilis haltig. Ja. Und wir haben einen nicht geringen Teil quecksilbersensibilisierter Patienten. Und ich habe nach Anwendung solcher Mittel ja vor etlichen Jahren schon die Entstehung eines Guillain-Barré-Syndroms mit persistierender Facialis-Parese beschrieben nach Gebrauch solcher Mittel. Also das in einen therapeutischen Standard einfach so reinzunehmen, halte ich für nicht unproblematisch. Da muss man sich die Verwendung gut überlegen. Danke, wobei es natürlich kein therapeutischer Standard sein soll. Es sind Kochrezepte, dabei soll es auch bleiben, wie ich es gesagt habe. Wir müssen sehen, weil wir müssen pünktlicher Schluss machen, ansonsten kriegen wir Überziehungsgebühren.